2024 kommt schneller ums Eck, als wir denken, und bald steht auch gefühlt schon Weihnachten vor der Tür. Und deswegen dachte ich mir, nehme ich das Ganze zum Anlass, um mit euch über ein paar Dinge nochmal zu sprechen, die wir vor den festlichen Tagen ausmisten können, vor dem neuen Jahr, um einfach frisch in die Feiertage zu starten und auch frisch in das neue Jahr zu starten. Man muss nicht auf ein neues Jahr warten, um etwas ändern zu wollen und um seine Dinge durchzugehen, sich ein bisschen neu zu orientieren vielleicht und frisch ins neue Jahr zu starten. Deshalb gehen wir heute ein paar Dinge durch, die du noch ausmisten kannst. Vielleicht hast du davon noch ein paar Punkte auf deiner Liste, die du ausmisten möchtest. Und das Ganze sind Ideen und Anregungen. Das heißt natürlich nicht, dass du alles machen musst. Und ja, vielleicht auch das Video immer mit ein bisschen Eigenkritik auch sehen und sich dann davon jetzt nicht überfordern zu lassen, sondern das einfach alles als Anregungen zu sehen. Der erste Punkt ist alte Pflanzen, tote Pflanzen oder auch Pflanzen, die einfach nicht mehr glücklich und gut aussehen. Für mich ist das selber ein sehr schmerzhafter Punkt, weil ich liebe Pflanzen und ich habe selber in diesem Jahr ein paar Pflanzen verabschiedet, weil sie einfach befallen waren von Tieren, was ich nicht mehr retten konnte, und ich habe mir wirklich die ganze Zeit Mühe gegeben und es versucht, aber ab einem gewissen Punkt funktioniert das vielleicht auch nicht mehr und vielleicht gibt es auch Pflanzen, die dir einfach nicht mehr so gefallen, wie sie dir früher vielleicht gefallen haben. Ich finde es selber sehr schwer zu sagen, ich verabschiede mich jetzt von der Pflanze. Vielleicht möchtest du die einfach auch verschenken, an jemand anderen geben. Vielleicht nimmst du sie auch mit ins Büro und stellst sie dahin und hast da ein bisschen mehr Freude, weil sie einfach zu dir in deiner Wohnung nicht mehr passt. Ich weiß, es ist ein komischer Gedanke und mir tut es auch sehr schwer, das zu sagen. Aber manchmal fühlt man es einfach nicht mehr und dann ist das auch in Ordnung. Ein sehr alter, bekannter Punkt, alte Kosmetik. Bestimmt hast du auch ein bisschen Kosmetik, die schon lange abgelaufen ist, vielleicht eingetrocknet ist, vielleicht nicht mehr so seinen Zweck erfüllt und dann deine Haut auch schlechter macht. Die Dinge einfach auch mal durchgehen und schauen, was kann hier auch ausgemistet werden. Nächster Punkt, alte Unterlagen, die nicht mehr benötigt werden. Vielleicht hast du alte Reiseunterlagen, alte Dokumente, Bescheinigungen, die man nicht mehr braucht und Dinge, die man nicht mehr so aufheben muss und abgeordnet haben muss, einfach mal durchgehen und schauen, das benötige ich wirklich noch und das kann vielleicht weg. Schuhe. Vielleicht hast du auch ein paar Schuhe noch rumstehen, die du den ganzen Sommer nicht getragen hast, die kaputt gegangen sind, die unbequem sind, die dich einfach nicht mehr glücklich machen, oder auch ein paar von deinen Winterschuhen vom letzten Jahr, die du gemerkt hast einfach, die halten dich nicht warm, die werden die ganze Zeit nass und sind unbequem, und dich auch von solchen Schuhen dann zu verabschieden. Da es ja jetzt mehr auf die Feiertage zugeht, Anlassklamotten. Manchmal haben wir Klamotten im Kleiderschrank, die wir nur zu einem bestimmten Zweck anziehen und sie deswegen trotzdem immer aufheben, aber sie sonst einfach nicht fühlen. Und es ist ein bisschen schade, ein Kleidungsstück nur einmal im Jahr anzuziehen und dem Ganzen sonst keinen Wert zu geben. Da lass auch mal durchschauen, welche Anlassklamotten trägst du eher noch und kannst sie vielleicht vielseitiger einsetzen und welche möchtest du gar nicht mehr benutzen und tragen. Ne? Vielleicht gibt es auch Klamotten vom letzten Jahr, die dir einfach nicht mehr passen, die dir nicht mehr gefallen und die du da auch vielleicht spenden möchtest oder verkaufen möchtest. Dekoration. Mit dem ganzen Saison-Changes, ein bisschen Englisch hier reingemixt noch, sorry. Ich liebe es gerade schon, weihnachtlich zu dekorieren und liebe Dekoration in der Hinsicht, dekoriere aber in den meisten Fällen für die anderen Jahreszeiten nicht so. Und vielleicht hast du da auch ein paar Deko-Elemente, die du generell zu unterschiedlichen Saisons verwendest, die im Laden extrem toll gefunden hast, dir super gefallen hast, aber einfach in deiner Wohnung nicht harmonieren und du dich damit nicht wohlfühlst. Und das heißt nicht, dass du diese Sachen dann weiterhin behalten musst, nur weil du das jetzt gekauft hast, sondern vielleicht ist es auch eine schöne Möglichkeit, das dann zu spenden, um anderen eine Freude zu machen, die mit dieser Deko vielleicht viel mehr anfangen könnten. Als nächster Punkt, kalte Wetterausrüstung. Damit meine ich Handschuhe, vielleicht Skimasken auch, Schals, Mützen und sowas. Manche Sachen erfüllen einfach nicht richtig ihren Zweck. Ich habe zum Beispiel ein paar super süße Handschuhe. Jedes Mal, wenn ich die anziehe, aber friere ich trotzdem, wenn es kalt ist. Und das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache davon, dass man so spezielle Handschuhe dann hat oder generell Handschuhe, wenn sie eigentlich wärmen. Und das bekommt man leider erst meistens mit, wenn man die Sachen dann eine Weile trägt und benutzt.
und da dann einfach auch sagen, okay, das hat keinen Sinn, die kommen jetzt halt weg, ne? Kerzen. Vielleicht hast du auch ganz, ganz viele Kerzen oder eine richtige Kollektion von Kerzen und ein paar davon sind einfach schon runtergebrannt, werden nicht mehr angezündet, werden nicht mehr verwendet und stehen einfach nur noch rum, die auch mal durchgehen und ja, aussortieren. Weil es bringt natürlich auch nur was, wenn man die Kerzen auch verwendet oder es vielleicht auch als Deko irgendwie einsetzt, weil ich habe zum Beispiel 2 Stehkerzen, die werde ich nie anzünden, die sind einfach für mich als Deko schön da. Aber darüber hinaus habe ich auch ein paar runtergebrannte Kerzen erst vor kurzem entsorgt, weil ich habe sie einfach nicht verwendet und in der Schublade rumliegen gehabt. Der nächste Punkt sind Spiele und Hobbyzubehör. Manchmal kaufen wir uns ja neue Spiele oder sehen das bei anderen, ein cooles Spiel oder gehen ein Hobby nach oder sowas, aber verwenden sie dann letztendlich gar nicht und landen dann nur in der Schublade. Und da finde ich es auch sehr ratsam, die ganzen Sachen mal durchzugehen und einfach eine Inventur zu machen. Was für Spiele habe ich vielleicht? Welche Spiele spiele ich wirklich gerne? Welche nutze ich? Welchen Hobbys gehe ich nach? Und nutze ich auch die Sachen dafür dann wirklich? Oder ja, das einfach mal nochmal anzuschauen, um da auch auf dem neuesten Stand zu sein, bevor man sich vielleicht auch Sachen neu wünscht oder kauft und da einfach dann nicht den Überblick verliert auch. Dann alte Handtücher und Bettwäsche. Bettlaken, die kaputt sind, die ausgeleiert sind, die man vielleicht nicht mehr benutzt. Auch Bettwäsche, die kaputt gegangen ist. Und auch Handtücher, die vielleicht aktuell nicht mehr so die besten sind. Da auch mal durchschauen und sagen, okay, vielleicht ist das wirklich jetzt ein Zeitpunkt, an dem man die gehen lassen kann. Und ja, dann auch irgendwie so frisch dann startet. Dann ganz wichtig auch, die Lebensmittel einmal durchzugehen und zu schauen, was für Lebensmittel habe ich gerade, ist da vielleicht auch schon etwas extrem lange abgelaufen, was man auch wirklich nicht mehr essen kann. Ich weiß, es heißt mindesthaltbar und nicht ab dem Moment ist es sofort schlecht. Da einfach auch mal schauen, was habe ich aktuell, was benutze ich wirklich, habe ich etwas, was ich vielleicht auch ja, jemand anderen geben möchte, weil ich das geschenkt bekommen habe und selber nicht mag oder auch Sachen aufbrauche und einfach so die Sachen zu nutzen und nicht im Übermaß dann zu haben und ja, schlecht werden zu lassen. Das nächste ist Elektronik. Vielleicht hast du auch zigtausend Ladekabel für, als du mal ein neues Handy gekauft hast, hast du das alte aufgehoben oder man bekommt wirklich ja für alles mittlerweile ein Ladekabel und häufig sind es dieselben Ladekabel und ist auch die Frage, brauchen wir 5 Ladekabel vom gleichen? Ich denke nicht. Und da einfach auch mal durchschauen, was für alte Elektroniksachen hast du vielleicht, die du nicht mehr verwendest und die vielleicht auch aussortiert werden können und ja, ein bisschen mehr Platz zu schaffen. Dann auch Apps auf dem Handy. Mein Handy hat mich vor kurzem nämlich daran erinnert, dass ich nicht mehr so viel Speicherplatz habe und bin dann auch mal meine Apps durchgegangen und habe geschaut, welche nutze ich eigentlich noch und was habe ich vielleicht mir auch mal nur runtergeladen, um eine Sache zu machen und dann nie wieder verwendet und das einfach auch mal durchgehen und zu schauen, was wird aktiv gerade noch benutzt, welche Sachen braucht man und was kann man vielleicht auch von seinem Handy löschen, ne? Weil es ist so befreiend, einfach auch da wieder Platz zu haben und das nicht so zugemüllt zu haben. Auch wenn man es vielleicht auf dem Handy jetzt nicht so sieht, wie wenn hier ein Möbelstück rumsteht oder ein bisschen Dreck, es ist trotzdem, wir benutzen unser Handy so viel am Tag, und da einfach auch das ordentlich zu haben. Bleiben wir bei den ganzen ja, Handy-Laptop-Sachen. Da auch mal den Download-Ordner wieder durchgehen und zu schauen, was kann vielleicht gelöscht werden und was braucht man vielleicht nicht mehr. Genauso wie Dokumente da, Fotos und vielleicht auch auf deinem Computer hast du irgendwelche Apps und Lesezeichen und Tabs, was man vielleicht gar nicht mehr so braucht, was man sich mal ja, gespeichert hat. In dem Zuge auch die Notizen auf dem Handy. Vielleicht hast du noch eine Einkaufsliste von einer Woche, von einem Jahr oder von einem längeren Zeitraum, wo du dir einfach eine Notiz geschrieben hast, das braucht man gerade und das muss ich einkaufen, mich daran erinnern. Und die Notiz schwimmt dann da oder schwirrt irgendwo im Nirgendwo rum in den Notizen. Ja, ich habe die auch vor kurzem durchgeschaut und ich dachte mir so teilweise, was habe ich mir eigentlich hier aufgeschrieben? Und das bin ich auch durchgegangen und es fühlt sich so gut an. Ich wirklich mach das. Das ist sehr befreiend.
Vielleicht hast du auch noch ein paar alte, abgelaufene Gutscheine und Coupons rumliegen, die du mal zu Weihnachten geschenkt bekommen hast oder zu deinem Geburtstag und ja, sind längst abgelaufen, kannst du nicht mehr verwenden, also können die auch weggeschmissen werden. Und mein letzter Punkt sind Gebrauchsanweisungen. Manchmal heben wir doch Gebrauchsanweisungen von ja, Elektronikgeräten oder anderen Gegenständen auf, haben aber längst nicht mehr das Gerät, für wofür wir die Anleitung haben. Deswegen dürfen die Sachen auch mal durchgegangen werden und weggeschmissen werden. Und in der Regel findet man die ganzen Sachen sonst auch im Internet. Falls man je was aus Versehen zu viel weggeschmissen hat, auf den Webseiten findet man meistens wirklich immer die Gebrauchsanleitung. Ich hoffe, dass dir das Ganze eine Inspiration sein konnte, was du alles so ausmisten kannst und mal wieder durchschauen kannst, um einfach frisch in die Feiertage zu starten und ja, frisch auch ins neue Jahr. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass dir das Video gefallen hat. Ich würde mich riesig über dein Feedback in den Kommentaren freuen, auch über einen Daumen nach oben und ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, meine Lieben. Tschüss!